Natürlich Wahnsinn. Ich meine, es war eine geile Saison. Es war viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben, aber das hat sich halt alles bezahlt gemacht. Ich meine, wir waren damit das beste Team Deutschlands. Ich war ziemlich glücklich. Ich glaube, wir waren alle ziemlich glücklich. Wir haben viel gefeiert. Es war einfach ein großer Traum und ein großes Ziel ist in Erfüllung gegangen. Jeder Spieler, der anfängt mit der JBL oder MBL, träumt immer davon, im Final Four zu spielen. Dass wir das letztes Jahr gewonnen haben, war unglaublich und ich habe die Medaille immer noch über meinem Bett hängen. Wir legen gleich richtig los und versuchen ganzheitlich ein Training anzubieten und sagen nicht, die Kinder sind noch nicht reif genug dazu. Nein, jedes Kind kann lernen, jedes Kind lernt auf seine Art. Und das Angebot, was wir machen, ist ganzheitlich und soll das ganze Kind und den ganzen Menschen ansprechen. Wir haben drei U10-Mannschaften, drei U12-Mannschaften, eine U14-Mannschaft, die im Trainingsbetrieb ist, eine weitere U14-Mannschaft, die nur im Spielbetrieb ist, eine Jugendbundesligamannschaft U16, eine Nachwuchsbundesligamannschaft nennt sie sich U19 und dann die Herren 2 und Herren 3 Mannschaft. Was im Training auf keinen Fall fehlen darf, ist, dass gespielt wird. Durch das Spielen eröffnet sich das Kind den Zugang zur Welt und zu sich selbst. Im Spielen, das ist so ja, die Reinform der Muße. Ich fange eigentlich schon sehr früh an, auch basketballerische Elemente zu trainieren oder so ein Training zu machen, wie die Profis das machen. Ab und zu schleichen wir uns hoch in die Halle und schauen, was die da machen. Und da sagen die Kinder oft, hey, das machen wir doch auch. When I come here, Basti was for several years here, of course, growing up as a kid. He was a captain of, first of all, he had captain of the team that won championship in under 19. And of course, he was point guard leading the team to have a very good season on a second team. Am Anfang bei Berthold haben wir halt noch viel lernen müssen, viel verstehen müssen, wie es heißt, Leistungsbasketball zu spielen. Und dann, je älter man wurde, wurden halt auch die Gegner und die das Niveau wurde halt intensiver und dementsprechend musste halt auch das Training angepasst werden. Zwei, drei, Ball! Täuschen, drehen, jumpen. Unser primäres Ziel ist es, Profi-Basketballer zu entwickeln. Also wir wollen eigentlich Leistungssportler haben, die sich irgendwann entscheiden, ja, ich möchte das zu meinem Beruf machen und bestenfalls natürlich bei Bayern München in der ersten Mannschaft auflaufen. Unser zweites Ziel ist, dass wir Spieler und Sportler gewinnen, die sich für die Sportart Basketball entscheiden und auch dabei bleiben. Und das dritte Ziel ist, dass wir sagen, ja, wir suchen Identifikation mit der Marke Bayern München. Wer mag für diesen Verein spielen, wer mag sich mit dem FC Bayern München Basketball und auch mit dem Bayern München insgesamt identifizieren. Ja, um die Ziele zu erreichen, ist es natürlich wichtig, die geeignete Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also wichtig ist, dass wir gute Trainingsstätten haben, dass wir genügend Trainingszeiten zur Verfügung stellen können. Ein wichtiger Punkt für uns ist, eine hohe Trainingsqualität zu haben. Und das bedingt natürlich auch, dass wir eine hohe Trainerqualität haben. Bayern! Positiv! Alle! Aber Motivation ist für mich das A und O. Wenn ich sehe, dass Spieler motiviert sind im Training, das motiviert mich auch automatisch. Und ich glaube, das ist auch auf der anderen Seite genauso. Wenn Spieler zum Training kommen und sehen, dass die Trainer motiviert sind, das motiviert wiederum die Spieler. Also ich glaube, das ist so ein Geben und ein Nehmen. Also für mich ist wichtig, dass ich motivierte Spieler im Training habe. Die Kunst ist eigentlich, neben dem vielen Training Zeit zu finden, auch mit den Einzelnen zu sprechen und immer in die Jungs hineinzuhorchen und zu gucken, was haben die eigentlich für Sorgen. Deswegen sind für uns so die Turniere, die wir spielen und die Trainingslager wichtige Momente, wo wir die Jungs einfach auch besser kennenlernen und sie auch als Persönlichkeit oder Person, als Mensch besser einschätzen lernen. Wenn es mal ein schlechtes Spiel war, man keinen Wurf getroffen hat oder schulische Probleme. Also die ganzen Probleme, die es heute gibt, die gab es früher auch schon und muss ich auch durchmachen. Und das, von daher kann ich denen sehr, sehr viel mitgeben, weil trotz all diese Probleme, die sich in diesem Zeitraum oder in dem Alter ergeben, kann man es trotzdem schaffen, aus diesen kleinen Fehlern oder Problemen rauszukommen und Profi zu werden. Ganz wichtig ist die Trainingseinstellung. Ja. Ich
Trainingseinstellung heißt, ich kann mir meine Schuhe selber zumachen, ja, für einen 8- und 9-Jährigen, manchmal schon eine große Herausforderung. We try to educate him by the sports wise, and then of course to teach them about many things, about life experience, and so it's a very complex coach. Maybe it's the right word, but maybe we look for some another word too. It's a lot of things to do with these kids. Für mich Erfolg ist auch, wenn ein Spieler sich spielerisch entwickelt. Ja, wenn die Saison anfängt und ein Spieler ist, sagen wir mal, auf dem Level hier und nach der Saison auf dem nächsten Level oder hat sich einfach entwickelt, ohne dass man irgendwie eine Meisterschaft gewonnen hat. Das ist für mich auch ein Erfolg. Oder wenn der Spieler als Mensch persönlich sich weiterentwickelt hat, ist älter geworden, reifer geworden, konnte sich in dieser Hinsicht auch weiterentwickeln, ist für mich auch persönlich ein Erfolg. Also Erfolg kommt immer darauf an, wer etwas halt beschreibt. Aber wenn sich Spieler spielerisch und menschlich entwickeln, ist das für mich auch ein Erfolg, ohne dass man ein Spiel oder eine Meisterschaft gewinnt. Es macht unglaublich viel Spaß, hier zu spielen. Wir haben, glaube ich, ein Leistungsniveau, das man sonst so nirgends findet. Also mit Oliver Kostic und Damon Green haben wir mit Sicherheit die besten Coaches, die man sich wünschen kann. Ich glaube, das kann mir so kein anderer Verein kann mir das zur Seite stellen. Dann erstmal, man darf nie den Spaß am Sport verlieren. Also ich glaube, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann muss man sich vielleicht anders umorientieren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Basketball keinen Spaß machen würde. Das Faszinierende ist einfach diese Mannschaft, der Zusammenhalt, dass man Spiele zusammen gewinnt, zusammen verliert und einfach man viele Erfahrungen sammeln kann mit der Mannschaft zusammen. Ich denke, das hier, was wir bei Bayern haben, haben wir nur einmal in Deutschland. Und ja.